Oh, guten Morgen und hey Freunde, ich bin Slami, willkommen zu einem neuen Video von mir und Leute, abonniert auf jeden Fall erstmal diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst und schreibt auf jeden Fall noch ein nettes Kommentar in die Kommentare, damit ich euch einblenden kann. Und wenn ihr das alles getan habt, dann seid ihr auf jeden Fall in der Lami Army. Und Leute, ich habe so viel geschlafen. Ich glaube, ich bin jetzt fit wie ein Turnschuh. Und die Sonne scheint bestimmt auch schon. Ich bin auf jeden Fall bereit, zum Sport zu gehen. Oh, Moment mal. Wir haben ja Nacht. Hey, oh Mann, ey. Ich dachte schon, wir haben Morgen. Aber wir sind ja noch mitten in der Nacht. Ey, wir haben Mitternacht. Aber Freunde, ich würde sagen, das stört uns nicht. Wir gehen einfach trotzdem zum Sport. Und ich laufe einfach zum Sport. Ich brauche kein Auto. Los geht's. Moment mal. Was macht denn Lami noch um diese Uhrzeit draußen? Was hat er da? Er möchte zum Sport gehen, aber wir haben noch Mitternacht. Naja, ist ja besser für mich. Ich verfolge ihn sowieso schon seit 24 Stunden. Und dann kann ich ihn einfach weiterverfolgen. Oh, Lami, deine Ex-Freundin Alina ist immer noch hinter dir her. Ich verfolge dich auf Schritt und Tritt, bis du endlich mit mir zusammen sein wirst. Oh ja, ihr habt richtig gehört. Ich möchte endlich wieder mit meinem Ex-Freund Lami zusammen sein. Aber oh, da kommt er ja. Ich muss mich wieder verstecken. Oh Mann, ey, was gibt's Besseres, als morgens bzw. einfach in der Nacht Sport zu machen? Ich glaube, da gibt's nichts Besseres. Wir gehen zum Fitnessstudio und trainieren unsere Muckis. Und ich glaube, wenn wir so spät gehen, dann ist das ganze Fitnessstudio auch leer. Das heißt, niemand wird uns hier stören können. Und, oh stimmt, wir haben das ganze Fitnessstudio für uns alleine. Erstmal trainieren und los geht's. Und eins, und zwei, und, oh, upsi. Ich glaube, hier oben sollte der... Oh, ja, da vorne ist er, der kleine Lami. Ich habe ihn gefunden. Aber was soll ich denn als Ausrede sagen? Ich mache auch Sport um Mitternacht. Das würde er mir doch niemals glauben. Aber ich habe keine andere Wahl. Ich mache jetzt einfach mal auch Sport. Los geht's. Und 98 und 99 und 100. Ich habe die Stange 100 Mal nach oben gedrückt. Moment mal, wer ist das denn? Seit wann ist das Mädchen dann da vorne am Laufen? Hallo? Warum trainierst du denn um Mitternacht? Moment mal, Alina, was machst du denn hier? Oh, Lami, was machst du denn hier im Fitnessstudio? Dich habe ich ja gar nicht gesehen. Naja, ich habe einen neuen Sportplan und ich möchte mehr auf meine Figur achten. Und deswegen gehe ich jetzt auch abends trainieren und morgens und mittags. Und wenn ich Freizeit habe, dann mache ich auch Sport. Und deswegen bin ich jetzt im Fitnessstudio. Was? Moment mal, aber ich kenne dich doch, Alina. Du hast Sport. Du hast noch nie Sport gemacht, vor allem morgens, mittags und mitternachts? Das stimmt etwas nicht. Alina, ich glaub dir kein Wort. Du verfolgst mich doch nur. Nein, das stimmt doch nicht. Ich verfolge dich? Nein, das ist doch Quatsch mit Soße. Ich bin doch kein Psychopath. aber naja, ich mache jetzt einfach mal weiter Sport. Oh Mann, ey, darauf habe ich gar keine Lust. Ich würde sagen, trainier du einfach mal alleine hier. In der Zeit gehe ich dann einkaufen und dann kann ich ja später noch weiter trainieren. Aber ich habe wirklich keine Lust, mit meiner Ex-Freundin da im Fitnessstudio zu trainieren. Das ist total eklig. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal einkaufen und los geht's. Aber nur gesunde Sachen, weil ungesund wird nicht mehr gegessen. Und da bin ich, Lami. Da hast du mich schon vermisst. Ich werde dich natürlich nicht gehen lassen. Ich werde dich weiterverfolgen und diesmal werde ich mich aber nicht erwischen lassen. So, am besten nehmen wir uns noch ein bisschen Milch mit für unseren Proteinshake. Lecker, ich liebe Milch. Und vielleicht könnte ich mir noch ein paar Früchte kaufen, die ich dann auch noch in meinen Shake reintun kann. Oh, eine Banane ist wichtig und ein Apfel natürlich auch. Und vielleicht noch... Moment mal, Alina, was machst du denn jetzt hier? Lami, was machst du denn hier im Supermarkt? Dich habe ich ja gar nicht erwartet. Moment mal, ich habe doch gerade gesagt, dass ich
dass ich jetzt einkaufen gehe und du alleine trainieren sollst, während ich weg bin. Sag mal, Lami, ich glaube, du verfolgst mich, ey. Du bist ja voll der Psychopath. Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Ich möchte doch einfach nur in Ruhe trainieren und in Ruhe einkaufen. Aber immer musst du mich verfolgen, Lami. Sag mal, stehst du etwa auf mich? Was? Nein, niemals. Oh Mann, ey, du willst hier die ganzen Sachen verdrehen. Ich muss abhauen vor dieser komischen Alina. Die ist ja wirklich voll der Psychopath. Ich muss schnell nach Hause. Muss doch überall die ganzen Türen zumachen und abschließen, damit Alina auch ja nicht auf die Idee kommt, hier irgendwie einzubrechen. Nicht, dass sie am Ende dann neben mir in meinem Bett liegt. Ah, das wäre der totale Horror, ey. Aber Freunde, ich würde sagen, oh, hier noch die Tür zu machen. Die wird auf keinen Fall eine Möglichkeit haben, hier irgendwie einzubrechen. Oh, die Tür klemmt. Hey! Und so, geht doch, ey. Ich würde sagen, ich habe genug von diesem Tag. Ich gehe jetzt einfach schlafen und warte, bis ich dann später ins Fitnessstudio kann. Na gut, Freunde, gute Nacht. Moment mal. Alina, was machst du denn hier? Lami, was machst du denn hier in meinem Haus? Sag mal, was machst du denn in meinem Zimmer? Hey, lass mich doch einfach schlafen. Was? Was sagst du da? Das ist aber mein Haus und das ist mein Bett und mein Zimmer. Also raus hier, Alina. Wie bist du hier eigentlich reingekommen? Ich war doch früher als du hier. Ach, jetzt red doch kein Irrsinn, Lami. Leg dich jetzt einfach zu mir ins Bett und dann können wir gemütlich schlafen. Oh, Alina, ich kenne dich nur zu gut. Ich weiß ganz genau, was du von mir willst. Und zwar willst du wieder mit mir zusammen sein. Oh ja, Lami, du hast es richtig erraten. Das ist wirklich alles, was ich will. Können wir jetzt endlich zusammen sein? Niemals, Alina. Wirklich niemals im Leben. Aber, Alina, wir können einen Deal ausmachen. Wir können einen Vertrag ausmachen. Und zwar, wenn ich dich jetzt einmal küsse, dann musst du mich für den Rest deines Lebens in Ruhe lassen. Oh ja, das ist wirklich alles, was ich will. Na gut, ich krieg einen Kuss von dir und dann lasse ich dich für immer in Ruhe, abgemacht. Das tue ich wirklich nur ungern und eigentlich möchte ich das nicht machen, aber du musst mich auf jeden Fall danach in Ruhe lassen und nur deswegen mache ich das. Ja, bla bla bla, komm ruhig her und... Das reicht jetzt, Alina. Und jetzt musst du mich für immer in Ruhe lassen. Ich glaube, du hast was vergessen, Lami. Wir haben ja hier gar keinen Vertrag oder so. Das heißt, ich habe nichts unterschrieben und ich werde dich natürlich nicht in Ruhe lassen. Moment mal. Du hast mich also geprankt. Das wirst du büßen, Alina. Ich werde dich jetzt kalt machen. Hey, jetzt leg doch die Waffe runter. Oh Gott, das ist doch nicht nötig. Ah! Oh, komm her, ich werde dich erschießen, Alina. Hilfe, Hilfe. Oh nein, die Türen sind abgesperrt. Lass mich raus. Ah! Ich werde dich bekommen, Alina. Komm her. Hilfe, ein Dämon verfolgt mich. Hilf mir doch jemand. Oh Mann, ey. Dieses kleine, blöde Mädchen, ey. Freunde, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ich mit meiner Ex-Freundin Alina noch machen soll. Vielleicht kann ich die ja wirklich erschießen oder vielleicht stecke ich die auch einfach ins Gefängnis. Schreibt einfach mal eure Ideen in die Kommentare. Aber Freunde, ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und kommentiert eure Ideen in die Kommentare. Und da würde ich sagen, Freunde, ihr könnt jetzt die letzten zwei Videos abchecken. Die sind auch mega cool geworden. Und ansonsten schaut unbedingt bei meiner Freundin Emily vorbei. Da gibt es nämlich auch coole Minecraft- und Roblox-Videos. Und ansonsten sehen wir uns morgen beim neuen Video wieder. Und ciao!